Alle Teilnehmer, Tom. Guten Abend, liebe Zuschauer und Zuhörer, Berater und Investoren und vielleicht auch Interessenten, die die Berater eingeladen haben und Zugang ermöglicht haben. Mein Name ist Stefan Schrader. Ich bin stellvertretend für den Anlageausschuss der Investmentselektion Strategiedepots heute Abend da und werde Ihnen im Rahmen der ab heute 14-tägigen kurzen Updates zur Marktentwicklung ein paar Informationen aufbereitet zur Verfügung stellen. Wir haben uns jetzt nach mehreren Ad-hoc-Telcos entschieden, dass wir das jetzt 14-tägig machen, so als feste Größe, wo wir über die Marktentwicklung etwas berichten werden. Wenn wir innerhalb der 14 Tage mal Portfolioanpassungen ganz konkret machen, dann werden Sie auch laufend eine Information bekommen. Dann kriegen Sie sehr wahrscheinlich eine E-Mail mit einem kurzen Text, was gemacht wurde, oder vielleicht eine kurze Aufzeichnung von ein paar Folien, die das illustrieren, oder eine Tonbandnachricht, wo Sie das gesprochen hören. So haben wir uns da jetzt darauf verständigt. Sie haben dann alle 14 Tage einen Fixpunkt zur allgemeinen Marktentwicklung und sind immer auf dem Laufenden zum Portfolio. Heute ist es noch ein Mix, also es ist nicht nur die allgemeine Marktentwicklung. Also darunter fallen dann solche Dinge wie vielleicht die Konsequenzen nach und nach auf verschiedene Anlageklassen, irgendwelche Stützungs-Rettungspakete, Notenbanken, die Geld in den Markt pumpen und dergleichen. Das ist das, was wir kurz und knackig 14-tägig machen. Heute ist es halt noch eine Mischung, weil auch ganz explizit der Wunsch kam, nochmal klar zu machen, was ist an den Märkten passiert und wie wird damit umgegangen im Rahmen des Portfolio-Managements. Also was haben wir getan, wie ist das Portfolio aufgestellt und auch wirklich auf den Punkt, sind wir gut aufgehoben, A, bis jetzt in der Krise und natürlich B, mit dem Blick nach vorne, weil eventuelle Wertabschläge seit Jahresanfang, die sind ja nun mal passiert, die kriegt man nicht wieder. Jetzt geht es ja darum, dass man sich nach vorne richtig aufgehoben fühlen möchte, und eine Entscheidung treffen möchte, wie man weiter vorgeht. Was wir explizit bis auf Weiteres tatsächlich nicht mehr machen ist, das war auch ein konstruktives Feedback vom Samstag, wo ich relativ lange und viel geredet habe. Also insgesamt wurde das ganz gut rezensiert, aber es war dann doch lang und ich habe auch über Corona und Co. Relativ viel gesagt. Am Wochenende haben wir uns abgestimmt, dass wir das jetzt einfach nicht mehr kommentieren. Die kriegen da mehr als genug Informationen rein, krankheitsbedingt, und da können wir nicht so viel Mehrwert liefern. Wofür wir da sind, ist ja, was passiert an den Märkten und mit ihrem Vermögen und wie ist es gut aufgehoben. Als erstes wieder technisches Schnellbriefing für die, die vielleicht das erste Mal dabei sind. Ich schalte in dieser Sekunde jetzt Ihnen rechts ein Privatmodus-Chatfeld ein. Das heißt, Frau Pflug, meine Mitarbeiterin und ich wählen die Fragen, die in diesem Chatfeld stehen. Da können Sie alle Ihre Fragen reinschreiben. Machen Sie das ruhig jetzt gleich am Anfang, wenn Sie konkrete Sachen mitgebracht haben, weil vielleicht sehe ich das eine oder andere, was ich dann noch in meinen Vortrag einbaue. Ich werde es dann so machen, dass ich habe ein paar Folien für Sie vorbereitet, dass ich die wirklich monologartig, möglichst kurz und knackig durch vortrage. Dann sind Sie hoffentlich in einigen Minuten gut abgeholt zu dem, was am Markt passiert ist und wie wir damit im Portfolio umgehen und vor allem, wie sind Sie aufgestellt mit dem Blick nach vorne, ja, damit Sie schauen können, fühlen Sie sich wohl, sind Sie da gut aufgehoben und wie sind Ihre Handlungsoptionen. Also nutzen Sie bitte, bitte das Chatfeld. Sie haben direkten Zugang, Ihre Fragen zu stellen. Egal, was Sie jetzt im Rahmen von Finanzanlagen interessiert, packen Sie es da rein. Alles, was nicht zu personenindividuell ist, sondern wirklich mit Assetklassen und Portfolio-Management zu tun hat, da werden wir dann drauf eingehen. Also, als erstes zur Marktentwicklung. Was ist denn passiert? Weil das ist alles ganz, ganz schnell passiert und es ist ein wichtiger, es ist eine wichtige Sache, da nochmal zusammenzufassen. Ich habe Ihnen jetzt drei relevante Aktienindizes mitgebracht, die ganz gut veranschaulichen, wie unglaublich auch die Geschwindigkeit war, die viele Investoren auch überrascht hat. Es ist jetzt seit Jahresanfang der Eurostoxx 50, also 50 große oder größte europäische Aktienunternehmen, und der hat seit Jahresanfang 34,6% abgegeben, also ein Drittel seines Wertes. Das hier ist der Verlauf vom DAX, ja, seit Jahresanfang 34, ein bisschen seit Jahresanfang abgegeben. Kurse sind gestern Abend
Also auch wirklich ein nennenswerter Abschlag in einer unglaublichen Geschwindigkeit, was man hier sieht. Na, das war jetzt fast alles davon in den letzten 3 Wochen. Und dann eben nochmal der S&P 500, das ist ein amerikanischer breiter und auch, sage ich mal, der seriöseste amerikanische Aktienindex, wenn man einen schnellen Blick wagen will. Und auch der hat 26,14 abgegeben. Also auch wirklich ein ganz beträchtlicher Abschlag, gerade in Amerika sehr, sehr ungewöhnlich. So, was bedeutet das jetzt? Das ist ein Umfeld, wo man auch in der Geschwindigkeit, also hier ist es auch nicht viel anders, Sie sehen noch neue Höchststände am 23. Februar und jetzt 3 Wochen später eben ein Viertel weniger. Ja, was bedeutet das? Die hohe Geschwindigkeit, mit der das passiert ist, hat doch viele herausgefordert. Und ich möchte jetzt Ihnen anhand des Beispiels des DAX, das soll ein Beispiel, aufzeigen, warum Sie einen Grund haben, hoffentlich am Ende des Vortrags auch das noch besser nachvollziehen können, zu erkennen, dass Sie einen Grund haben, zu erkennen, gut aufgehoben zu sein. Und zwar will ich Ihnen Folgendes aufzeigen, weil wir konnten uns den Rückgängen natürlich nicht entziehen. Um es ganz konkret zu sagen, Stand gestern Abend haben wir zwischen 8,38 und 19,8% abgegeben, je nach Strategie. Und in dem Beispiel, das ich jetzt mit Ihnen durchspiele, müssen wir natürlich die offensivste Strategie nehmen, in der wir bis vor kurzem noch zu 100% global über verschiedene Teilstrategien in Aktien investiert waren. Da haben wir 19,8 abgegeben. Und als erstes will ich eben mit Ihnen durchspielen, warum das diese relativ gute Wertentwicklung im Vergleich zu dem, was an den für die meisten Investoren relevanten Aktienmärkten passiert ist, warum das so wertvoll für Sie ist. Und zwar ist es zwar jetzt einfache Mathematik, aber ich weiß, dass es doch Sinn macht, das immer zu veranschaulichen. Wenn Sie also jetzt den DAX nehmen, mit dem ich lustigerweise vor 8 Wochen in der Jahresauftaktkonferenz noch sag ich mal, eher kritisch verglichen wurde oder wir, weil der letztes Jahr ein bisschen besser gelaufen ist als unsere offensivste Strategie. Wenn wir das jetzt sehen, 34,02% Rückgang, dann muss man sich vor Augen halten. Es geht ja darum, dass man das wieder aufholt. Jeder von Ihnen fragt sich jetzt, okay, wie lange dauert das? Sitze ich das jetzt aus? Wie verpasse ich nicht den Zeitpunkt, wenn es eine Umkehr gibt? Ja, weil viele reden jetzt ja öffentlich davon, dass es im zweiten Jahr wird der größte Aufschwung aller Zeiten eingeleitet, aufgrund der gigantischen Gelder, die in die Märkte gepumpt werden. Also es geht ja dann darum, man möchte ja wieder, wenn es dreht, dabei sein. Und wenn man 34% Rückgang hat, man geht also von 100 auf 66 runter, dann braucht man, um von 66 wieder auf 100 hochzukommen, braucht man eben 50% Gewinn. Und das muss man sich eben vor Augen halten, dass es ein wirklich sehr großer Unterschied ist, wenn man es schafft, in Anführungsstrichen nur in einer so dramatischen Abwärtsbewegung minus 20 zu machen. Ich hoffe, dass Sie mich richtig verstehen. 20 ist viel und das ist in 3 Wochen extrem viel. Der ein oder andere oder die ein oder andere von Ihnen wird nervlich sicherlich auf die Probe gestellt sein. Trotzdem ist es so, dass ich aufzeigen möchte, dass diese verhältnismäßig gute Performance, und das ist ja die Strategie, die jetzt kurzfristig am meisten abgegeben hat, von denen, über die wir heute sprechen, wenn man also nur 20 anstelle von in diesem Beispiel jetzt 34 wie beim DAX und Eurostoxx abgibt, dann bedeutet das, dass Sie eben von 100 auf 80 runtergehen, 20 weniger, und um 88 auf 100 hochzukommen, brauchen Sie nur 25%. Ja, also das Aufholen ist die Hälfte. Es ist zwar theoretisch einfache Mathematik, aber 14 weniger Raum nach unten machen bedeutet, man müsste doppelt so viel nach oben schaffen, um diese Differenz nach unten wieder aufzuholen. Und deswegen hoffe ich, dass Sie das mitnehmen können. In dieser unglaublich schnellen und dynamischen Abwärtsbewegung konnten wir eben schaffen, selbst in der Strategie, die bis letzte Woche Montag noch zu 100% in Aktien war, seit letzte Woche Montag hatte die erste größere Absicherung gegriffen und ab morgen greifen ja weitere Maßnahmen, die ich auch gleich noch erläutere. Aber wenn eben anstatt 34 minus 20 gemacht werden, brauchen Sie eben nur 25 anstatt 50, um auf Einstiegskurse vom Jahresanfang zurückzukommen. So, was haben wir im Portfoliomanagement gemacht? Wie sind Sie jetzt aufgestellt in den Strategien? Also ich habe es eben noch gesagt, die Strategien liegen im Moment seit Jahresanfang
mit Rückgängen von 8,38 in Defensiv. Das ist natürlich etwas, was uns am wenigsten gefällt, weil eine defensive Strategie, da haben Anleger intuitiv nachvollziehbar eine andere Erwartung. Das trifft das Problem zu, dass in einer Crash-Situation die Anlagekategorien extrem korrelieren, sich also extrem im Gleichklang bewegen, was in dem Moment wieder aufhört, wo die Investoren auf breiter Front anfangen, ihr Hirn wieder einzuschalten. Das heißt, dieser große Effekt der Streuung, den man sich wünscht, der wird in Crash-Szenarien zwar nicht ausgehebelt, ja, aber der greift weniger als in den Phasen, wo etwas nachgedacht wird. Und damit sind wir nicht zufrieden, ja, und das liegt auch daran, dass der Anleihenmarkt unter Druck gekommen ist und es letztendlich außer wirklich im Geldmarkt oder mit einigen wenigen Staatsanleihen keine Möglichkeit gab, sag mal, mit einem sicherheitsorientierten Konzept in der Phase nennenswert Geld zu verdienen. Also auch Gold ist ja massiv abgestraft worden und so weiter. Da gehe ich in Teilen auch noch drauf ein gleich. In den anderen Strategien ist es nicht so, dass wir jetzt, sag ich mal, unzufrieden sind. Also mit etwas über 12% Abgabe ausgewogen ist natürlich nicht toll. Aber man muss sich bei allen Strategien übrigens vor Augen halten, dass die letztjährigen Gewinne, dass wir die noch nicht wieder verbraucht haben, ja. Also sie sind, wenn Sie es von heute aus rechnen, sind sie immer noch mit ihren Einstandswerten nach Kosten vor Steuern ein paar Prozentchen über dem, wo sie Anfang letztes Jahr waren. Und das ist, das habe ich heute nicht aufbereitet, da bin ich aber am Samstag drauf eingegangen. Das ist für nahezu alle relevanten, also für normale Menschen relevanten Märkte anders. Da sind deutlich mehr Gewinne abgegeben. Wenn Sie jetzt im Eurostoxx investiert sind, dann sind Sie auf einem Niveau, das ist mehr als 10 Jahre liegt das zurück. Und damit meine ich jetzt nicht, der Eurostoxx liegt jetzt sehr viel unter dem Niveau, wo er 2000 war. Ich meine jetzt wirklich im Rahmen dieser Aufschwungphase. Also kurzum, Verlustbegrenzung ist wichtig und wir sind mit den 12, etwas über 12% Rückgang bei ausgewogen. Natürlich nicht happy, das ist klar. Aber das ist noch in dem Bereich, was in dieser Crash-Phase, womit man relativ zufrieden sein sollte, mit 16% in Offensiv. Ich habe Ihnen die Aktienindizes gezeigt. Das ist bei vielen die Vergleichsgröße in der offensiven Strategie, wo wir ja zwischen 50 und 90% letztlich in sehr renditeorientierte Anlagen, also Aktienfonds vor allem, investieren müssen und mit 19,8 in Offensiv Doppelplus, die offensivste Strategie, wo wir also auch bis vor einer Woche zu 100% in Aktien waren. So, jetzt, wie sind Sie aufgestellt? Und wie ist der Status der Strategien? Es kommt ein kleiner Teil, wo ich möchte wirklich in Erinnerung rufen, weil bei einigen von Ihnen ist es vielleicht 5 Jahre her, dass Sie investiert haben und so weiter. Halten Sie sich bitte vor Augen, was die Strategien für Sie leisten. Ja, Sie kriegen durch einen Anlageausschuss, haben Sie einen sogenannten Multi-Asset-Multi-Manager-Ansatz. Das heißt, Sie haben wirklich verschiedene Anlageklassen, also verschiedene Ertrags- und Absicherungsquellen, die über verschiedene aktive Manager, die auch Mehrwerte bringen, da gehe ich gleich auch drauf ein, für Sie auf der ganzen Welt. Jetzt habe ich mich ein bisschen verhaspelt, diese verschiedenen Anlageklassen über verschiedene Manager auf der ganzen Welt für Sie administriert, verwaltet werden. Sie haben aktuell 7 Ertrags- und Ab-, also wesentliche unterschiedliche Ertrags- und Absicherungsquellen, die Sie auch noch genauer sehen, später in Ihren Portfolios. Und wir haben je nach Strategie zwischen 10 und 18 Teilstrategien. Offensiv Doppelplus ist ja so eine Art Best-Idea-Strategie mit einem klaren Renditefokus. Da haben Sie ab morgen jetzt mit der aktuell umgesetzten Portfolioanpassung 10 verschiedene Teilstrategien und Sie haben in ausgewogen und offensiv 18 Teilstrategien und in defensiv 17 Teilstrategien. Und wir haben auch bei der Vergabe der Strategien dann nur eine einzige Überschneidung. Wir haben also auch wirklich unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Managern, die auf unterschiedlichen Wegen diese 7 verschiedenen Ertrags- und Absicherungsquellen im Moment anzapfen. Ja, mit dieser unglaublich breiten Streuung, weil es eine Fondsvermögensverwaltung ist, sitzen Sie wirklich auf einem Stuhl, der Tausende von Beinen hat. Das bitte ich Sie auch immer zu berücksichtigen, dass wir haben ja einen so, ich nenne es historisch Real Asset Ansatz. Das heißt, wenn Sie eine Strategie bekommen im Aktienbereich, die wir ausgewählt haben, dann investieren Sie ja in einen Türfondskandidaten, der in reale Unternehmensbeteiligungen investiert. Sie sind dann an Hunderten oder Tausenden, und bei dem Fonds mit der geringsten Streuung, also dem größten Fokus, das ist ein Europafonds, den wir haben, der 30 Zielunternehmen. Aber selbst da ist es so, Sie haben 30 Unternehmen,
in die sie investiert, sind ganz reale Unternehmen mit Betriebsstätten, mit Produkten und so weiter, mit Patenten. Das muss man sich mal vor Augen halten. Die Schwankungen der Werte sind natürlich riesig, die sie haben, aber man hat reale Investments und zwar extrem breit gestreut. Es ist wie ein Stuhl, der auf tausenden von Beinen steht. So, zweiter Punkt, den ich in Erinnerung rufen möchte, eben diese Streuung aktuell auf Cash, auf Währungen, auf Anleihen, auf Aktien, auf Edelmetalle und auf Trendfolgemodelle. Das sind die wesentlichen Strategien, die im Moment für Sie ausgewählt und umgesetzt werden. Also Sie haben ganz unterschiedliche Ertrags- und Absicherungsquellen. Das dritte ist Anpassungen im Rahmen der Marktentwicklung sind und werden automatisch vorgenommen, ohne dass Ihnen dafür irgendwelche Kosten entstehen. Wahrscheinlich mehr oder weniger alle von Ihnen kennen diese Folie. Die mache ich bei den üblichen, also seit 20 Jahren Konferenzen, ist das immer eine meiner Einstiegsfolien, wo ich erkläre, wie wir arbeiten, was ich Ihnen heute erspare. Aber hinter dieser Folie, weil ich davon ausgehe, dass Sie es alle kennen, erkläre ich immer, dass die Geldverschiebungen das Entscheidende sind und dass man versucht, diese zu antizipieren und sinnvoll für die Investoren in den Portfolios umzusetzen. Und das ist etwas, und das nehmen Sie bitte unbedingt von heute mit, dass die Verschiebung der Gelder natürlich jetzt massiv zunehmen werden in den nächsten Monaten oder wahrscheinlich auch Jahren, ja, weil es eben jetzt durch diese ganz außergewöhnliche Situation, also für einige wirklich relevante Volkswirtschaften ja eine ziemliche Vollbremsung, gibt es natürlich komplette Neubewertungen einiger Modelle, wo wir wie Geld verdienen, was sind Aktien, Anleihen im Wettbewerb wert. Und da haben Sie die große, da sind Sie eben optimal für aufgestellt. Ja, Sie haben diesen Multi-Asset, Multi-Manager-Ansatz, können auf der ganzen Welt Ihr Geld für sich arbeiten lassen und wir machen das eben auch. Wir geben Ihnen den Zugang zu den Top-Managern, Zielfondskandidaten auf der ganzen Welt. Also diese Folie und das, was dahinter steckt, ist jetzt und wird in Zukunft, also in den nächsten Jahren, wichtiger sein, als es in den letzten Jahren der Fall war, wo letztendlich viele Anlagekategorien und Märkte im Gleichklang nach oben oder unten verlaufen sind. Und das wird in den nächsten Jahren nicht mehr passieren. Es wird Länder, also in den nächsten Jahren, da rede ich jetzt über 2, 3 Jahre, wo wir deutlich die Konsequenzen spüren von dem, was gerade gemacht wird. Es wird Länder geben, und das kann man sogar jetzt dieses Jahr sogar schon sehen, es wird Länder geben, die werden eben sehr viel stärkeren Anstieg erleben, weil die eben schneller und kürzer nur leiden werden durch verschiedene Dinge, als andere Länder, die jetzt strukturell so richtig einen von Latz bekommen und wirklich auch auf Jahre leiden werden, wo unter anderem leider unser Land zugehört, durch unsere Industriestruktur. So, also das ist wichtig und das haben Sie. Sie haben diese Weltkarte und Sie haben diese verschiedenen Anlageklassen und die Wechsel werden für Sie automatisch und ohne Kosten gemacht. Ja? Also wir können immer, wenn wir denken, es macht Sinn, Anpassungen vornehmen und wir machen es auch. So, Mehrwert durch aktive Manager. Der Anlass ist natürlich ganz traurig, die starken Kursabschläge jetzt, aber auch das wissen einige von Ihnen. Seit Jahren erzähle ich, dass dieser Glauben an passive Anlagen und man muss nichts aktiv managen und so, dass das, wenn schwieriger wird, den Anlegern um die Ohren fliegt. Und jetzt ist die Zeit der aktiven Manager da. Und ich bringe Ihnen jetzt ein paar Beispiele mit, wo ich Ihnen aus einigen unserer Zielfondskandidaten zeige, was die alleine in den letzten 3 Wochen an Mehrwerten gebracht haben im Vergleich zum Index oder zu Ihrer Vergleichsgruppe, damit Sie ein Gefühl haben, Sie sind hinter jeder einzelnen Zielfondskandidatenposition steckt ja ein Team von Analysten, die einem Fondsmanager zuarbeiten, der in der Regel sehr erfahren ist, sich natürlich qualifiziert damit wir ihn auswählen unter den vielen Dutzenden von Optionen für die Teilstrategien, dass Sie das aber einmal schwarz auf weiß sehen, weil das wird natürlich in der nahen Zukunft für Sie alle wichtiger sein. Also ich habe hier einen Vontobel Emerging Market Fonds, den wir schon länger strategisch als Position haben, der also global in Emerging Markets investiert. Das ist ein nachhaltiger Fonds übrigens. Sustainability ist da immer hochgeschrieben, wobei wir den kaufen, weil das Management gut ist. Das ist ein sehr Cashflow-orientierter Ansatz. Also in Unternehmen, die hohe Cashflow oder hohe Liquidität produzieren und so weiter. Der Fonds hat dieses Jahr zwar 14,44% verloren, ja, es ist aber 8% weniger als die Vergleichsgruppe. Also der Mehrwert alleine jetzt, das meiste davon kommt aus den letzten 3 Wochen, durch die aktive Selektion der qualitativ quasi am besten erscheinenden Zielfondsunternehmen dieses Managers ein so großer Mehrwert in der kurzen Zeit. Ja. Wir haben, wie Sie glaube ich wissen, seit Mai letztes Jahr mit auch bis vor kurzem herausragender Performance, also wirklich großen Wertzuwächsen
Goldminen von Baker Steel eingekauft. Die haben brutal auf die Mütze bekommen seit Jahresanfang. 29,24%. 7% besser als die Vergleichsgruppe. Ja, also aktiver Manager ausgewählt. Und 7% ist viel wert in der Phase. Die 29,24. Das ist jetzt auch gleich ein Beispiel aufzuzeigen, wie irrsinnig natürlich kurzfristig teilweise die Reaktionen im Crash-Modus sind. Ne? Also Gold verhält sich relativ stabil, hat jetzt zwar die letzten Tage auch abgegeben, das erkläre ich auch noch ganz kurz warum, aber Goldminen, also die Unternehmen, die durch den hohen Goldpreis Geld verdienen, sind so richtig abgestraft worden. Und das, was dahinter steckt und auch für diesen Gleichklang sorgt in der aktuellen Marktphase, ist, dass wenn Sie so ein crashartiges Szenario haben, große institutionelle Investoren natürlich einige Positionen in ihren Strategien haben, bei denen sie richtig fette Verluste machen. Und dann müssen sie durch die Portfoliosteuerung, die sie teilweise gesetzlich, regulatorisch oder einfach durch interne Vorgaben quasi Unternehmensstrategie, dann müssen die auch die Anlagen verkaufen, die entweder relativ gut gelaufen sind, also sprich weniger verloren haben und teilweise sogar Anlagen verkaufen, die bis dahin eben Geld verdient haben. Ja. Und das nennt man Margin Calls. Da gab es noch vor 10 Jahren einen Film drüber nach der letzten Finanzkrise. Dadurch ist das auch manchmal am Endverbraucher ein geläufiges Wort. Also diese Margin Calls, man verkauft Gewinnpositionen, damit man die echten Verlustlöcher stoppt. Die sorgen dafür, dass auch in der Phase wie jetzt zum Beispiel Gold relativ viel im Preis verloren hat die letzte Woche. Ja? Obwohl Gold eindeutig eine direkte Absicherung ist und so ein Zufluchtsort in unsicheren Finanzmarktzeiten. Und die Goldminen haben, ich gebe es auch zu, etwas mehr, als ich das vermutet hätte, abgegeben. Ja, Sie sehen das ja so auf Niveau von S&P und Eurostoxx jetzt gemittelt. Wir haben trotzdem Goldminen relativ stark gewichtet im Aktieninvestmentanteil, weil Goldminen in der Erholung historisch überproportional aufholen. Und dieses Mal sehen wir es sogar noch ein klein bisschen mehr, weil eben der Goldpreis ziemlich hoch ist. Und wenn die Menschen wieder, die Investoren wieder ihr Hirn einschalten, dann werden sie natürlich erkennen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, dass die Goldminenunternehmen, die wirklich wirtschaftlich heute auch viel besser aufgestellt sind als bei der letzten Finanzmarktkrise, da hatten die alle auch wirklich Selbstkrise, dass die natürlich ziemlich viel Geld verdienen und extrem günstig bewertet sind. So, dann absoluter Top-Performer und eine sehr gute Entscheidung, da die Absicherung Ende des Jahres hochzufahren. Kurzfristig hatten wir uns geärgert, gebe ich zu. Also für die, die nah dran sind in der Verfolgung des Anlageausschusses, die wissen, dass wir da vom Timing her Weihnachten uns erklären mussten ein bisschen. Wir haben den AHL-Trend eingebaut. Das ist ein Trendfolgemodellfonds, der in über 40 verschiedene Teilanlagekategorien im Grunde genommen auf Trends setzt. Technisches Modell, ich erspare Ihnen die Detailerklärung. Aber wirklich im positiven Sinne sehr beeindruckend. Zufällig, das hat nichts mit der aktuellen Situation zu tun, hatten wir letzte Woche Mittwoch jemanden aus Zürich und London aus dem AHL-Team da, die 120 Milliarden nach dieser Strategie seit über 30 Jahren verwalten. Ich habe auch außerhalb der Strategien, in die investiert sind, schon vor 12 Jahren diese Strategie auch im Dachfondsmanagement eingesetzt. Also es ist ein Modell, was lange bekannt ist und immer weiterentwickelt wurde, ist dieses Jahr ein absoluter Top-Performer. Der Fonds gehört in den Renditepool, ist also tendenziell mit höherem Risiko und höherer Ertragschance versehen, hat aber dieses Jahr, wie Sie hier sehen, 4,55% Gewinn gebracht. Und damit 11,5% mehr als die Vergleichsgruppe, in der er sich bewegt, die, jeder kann es ausrechnen, natürlich auch Geld verloren hat. So, das sind jetzt ein paar Beispiele für Mehrwerte. Ich habe jetzt noch einen Fall für Japan und dann schließen wir den Teil auch ab. Japan habe ich zum Jahreswechsel in der Auftaktsveranstaltung erklärt, also Jahresrück- und Ausblick. Ist ein extrem günstiger Markt gewesen schon zum Jahresanfang, hat trotzdem richtig viel verloren. Nochmal unser Zielfondskandidat 28 abgegeben, 3% weniger als der Vergleich. Und Sie werden in der Portfolioanpassung sehen, dass wir Japan eben sogar ein bisschen hochgewichten und da jetzt nachkaufen, weil der Markt ist jetzt wahrscheinlich, ich habe keine tagesaktuellen da vorliegen, aber ich gehe davon aus, dass er so günstig bewertet ist wie noch nie in der japanischen Historie. So. Also das dazu. So, jetzt, das sind ganz konkrete Fragen zu dem Abschnitt, deswegen gehe ich da direkt ein. Die Vergleichsgruppe, die wird uns geliefert von halt einem Datenbanklieferanten. Und da sind dann halt alle Manager, die mit einer gleichen Strategie aktiv unterwegs sind,
sind da drin kategorisiert? Das ist eine Frage, die ich bekommen habe. Mehrwert und Vergleich, 8% besser, gleich Prozentpunkt oder tatsächlich? Nee, das sind absolute 8. Also das heißt nicht, wenn jetzt der Manager, ich gehe mal zurück, also nehmen wir mal den NTX, also die Vergleichsgruppe hat dann wirklich minus 22,4 gemacht. Ja? Oder hier minus 36. Ne? Also so habe ich die Frage jetzt verstanden. Gut. Dann die Fragen, die da noch stehen, die werden beantwortet im Laufe der nächsten Folien. So, was ich jetzt machen möchte, Absicherung durch Vermögensstruktur. Also hoffe, ich konnte Ihnen jetzt rüberbringen, dass die ausgewählten Zielfondskandidaten wirklich Mehrwert bringen und nicht, dass Sie denken, ich will jetzt nur positiv reden. Also es gibt auch noch andere Manager, die Mehrwerte bringen. Wir haben einen einzigen, der unterperformt, was halt auch gerade in der defensiven Strategie schmerzhaft ist. Das ist der Fidelity Emerging Market Debt Fonds. Das ist ein Fonds, der seit Jahren extrem gut defensiv mit ganz wenig Schwankungen gemanagt wurde. Und der liegt seit Jahresanfang 3,5% hinter der Vergleichsgruppe mit 12% Verlust. Und das tut dementsprechend auch weh, weil das ein Fonds ist, der in Absicherungspool kategorisiert war. Ist aber auch ist eine Mischung aus, dass Emerging Markets abgestraft werden in so einer Phase, also Crash-ähnliche Phasen. Und dass da natürlich auch Gewinne mitgenommen worden sind, weil es da ziemlich gut lief. Aber es ist tatsächlich der einzige Fonds, der wirklich unterperformt. Alle anderen Fonds liegen entweder in der Vergleichsgruppe und ich habe Ihnen eben eine Auswahl der Zielfondskandidaten gegeben, die auch teilweise deutlich drüber liegen. Gut, Absicherung durch Vermögensstruktur aktiv versus passiv. Das ist was für Sie als Investoren in den Strategien neu ist. Das ist nichts Neues, sag mal, handwerklich in der Portfoliokonstruktion, aber das ist was Neues für uns. Das haben wir bisher nicht gemacht, weil was wir uns natürlich jetzt fragen in der Phase wie jetzt, Sie ändern bitte diese Weltkarte mit den Anlagekategorien. Man kann ja jetzt nicht aus der in der Tat wirklich nicht so allzu rosigen Aussicht kurz- und mittelfristig, da bin ich Samstag recht ausführlich drauf eingegangen, man kann jetzt nicht an die Seitenlinie gehen und sich quasi ergeben. Ja, im Gegenteil, jetzt ist die Zeit der aktiven Manager gefragt, die unglaubliche Schnäppchen teilweise einkaufen. Ich habe Samstag ein paar Beispiele gebracht, Sie alle haben ja die Aufzeichnung bekommen. Dauert halt 1 Stunde 10, ja. Sie können den Corona-Einleitungsteil, wo ich auch über meine Mutter und vorbelastete Menschen aus meinem Umfeld bespreche, um klarzumachen, dass ich wirklich empathisch bin, aber dass die Fakten doch unterm Strich wichtiger sein sollen, können Sie überspringen, da haben Sie schon mal eine Viertelstunde gespart. Aber in dieser Phase, die vor uns liegt, werden aktive Manager wahnsinnig Schnäppchen machen können. Vor allem im Aktienbereich, auch im Anleihenbereich, aber vor allem im Aktienbereich. Und teilweise ist es auch jetzt schon so, dass die Bewertungen total abstruse Ausmaße angenommen haben. Ich habe Samstag ein Beispiel genannt, einer marktführenden Bank mit über 50% Marktanteil in einem Frontier Market, also ein Land, das noch nicht auf so hohem Niveau ist, Kasachstan. Das ist also Sparkassenniveau vom Marktanteil mit 20% Dividendenrendite, kann das im Moment unser Zielfondskandidat einkaufen. Das ist natürlich total irrsinnig. Und dafür gibt es Gründe, warum das so ist. Und deswegen, aktive Manager haben eine gute Zeit. Und denen wollen wir natürlich jetzt nicht das Geld wegnehmen, um dem Sicherheitsbedürfnis, was jeder Anleger zu Recht hat, gerecht werden zu müssen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, eine Aktiv-Passiv-Strategie für Sie zu implementieren. Und das sieht wie folgt aus. Ich gehe jetzt mit Ihnen durch die 4 Strategien, wie sie da im Moment aufgestellt sind, leicht visualisiert, geclustert auf die Bereiche Anleihen, Trendfolge, Aktien, Absicherung, Gold und Liquidität. Ja, und das machen wir einmal, in dieser Strategie mache ich das einmal so, dass ich die Einzelpositionen erkläre und danach geht es dann schneller, weil die Logik natürlich in den Strategien sich wiederholt und wir im Rahmen der Anlagerichtlinien, sage ich mal, diese Steuerungsmöglichkeit, die wir implementiert haben, in Ihrem Interesse nutzen. Also, das sind also diese Anleihen, Trend, Aktien, Gold, Liquidität, das sind die 5 relevantesten Treiber auf Anlageklasse-Ebene in Ihren Strategien aktuell. Auf die sind Sie investiert. Als erstes, ich habe meinen Rechner ein Ladeproblem, das möchte ich jetzt aber nicht haben hier. So, als erstes möchte ich mit Ihnen darüber sprechen. Also Aktien in der Strategie defensiv sehen Sie hier, wir haben 15% Aktienquote aufrechterhalten. Aktienquote heißt in diesem Fall aktive Manager, die für Sie Schnäppchen einkaufen sollen, also sprich Unternehmen, die mehr wert sind, als im Moment an der Börse kosten.
die damit aktiven Mehrwert generieren können. Aber zu Recht erwartet ein defensiver Investor im Moment, dass wir im Grunde genommen so wenig Risiko wie möglich eingehen. Und deswegen haben wir dem gegenübergestellt zweimal in Anführungsstrichen dummes Geld, nämlich ETFs, also passive Investments auf den Eurostoxx und auf den S&P 500. Das bedeutet also, wenn der amerikanische oder europäische Aktienmarkt verliert, verdienen Sie mit der Absicherung, mit dem Balken, wo mein Pfeil jetzt drauf ist, verdienen Sie damit Geld. Ja, dann würde tendenziell dieser Balken nicht so viel verdienen oder auch Wert abgeben. Wenn die Aktienmärkte gut laufen, dann ist es so. Wenn die Aktienmärkte schlecht laufen, Entschuldigung, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Das war das Szenario, wenn die Aktienmärkte schlecht laufen, im Sinne von verlieren an Wert, dann haben Sie hier die Absicherung, ja, durch diese Short-ETFs nennt man das. Und hier haben Sie die aktiven Manager, die so wie in den letzten 3 Wochen, wie ich Ihnen das eben erklärt habe, wahrscheinlich sehr viel weniger verlieren als die passiven und für sie die Mehrwerte generieren. Wenn das Umfeld sich erholt, ist es so, dass die aktiven Manager Mehrwerte bringen sollen auf dem Weg nach oben. Warum machen wir diese Strategie? Wir machen die, damit wir Geld aktiv für sie arbeiten lassen können. Das, was unter Trendfolge ist, da wo der Pfeil jetzt ist, und das, was hier ist, das fällt unter den Renditepool. Den dürfen wir in dieser Strategie maximal 35 haben, könnten auf null runterfahren. Wir haben uns jetzt überlegt, wollen wir auf null runterfahren? Ja, also alles an die Seitenlinie, alles in diesen rechten Balken packen auf Liquidität. Haben Sie ja gar keine Chance, Geld zu verdienen. Ist auch logisch, ne? Also Liquidität ist Liquidität, also passiert gar nichts. Und wir haben uns dagegen entschieden. Wir haben gesagt, wir machen das so, wie eben geschildert. Wir haben aktive Positionen, 2 Stück, 20% für Sie, die konstruktiv sinnvoll arbeiten, und wir stellen da 16% Absicherung dem gegenüber. Ja, das heißt, Sie sind von weiteren Aktienmarktabschlägen darüber geschützt. Dann jetzt nach rechts der Kreis. Was fällt so in den klassischen Bereich der Absicherung? A, Liquidität, das sind 2 Positionen à 20%, die Sie hinter dem Balken sind. Wir sind mit 40%, also 20 wirklich Seitenlinie und 20 so sehr nah an Seitenlinie, also auch wirklich extrem niedriges Risikoprofil. Und 20%, das, was wir vom Anschlag her machen können, Gold. Im Goldbereich, weil die Frage unmittelbar gestellt wurde, ist es so, dass wir den Hansa Gold haben. Das ist ein Fonds. Das ist so physisch, wie es im Sinne unserer Real Asset Denkweise möglich ist. Was wir nicht machen können, logischerweise, ist in einer börsentäglichen Strategie jetzt irgendwelche Goldwaren kaufen oder so. Wir machen, und das wollen wir ja auch, wir machen das, was in einem liquiden System für Sie möglich ist. Und dann haben wir diesen Trendfolger, den ich kurz erläutert habe. Das ist halt ein Produkt, das sehr dynamisch auf die Marktentwicklung reagiert und in den letzten Wochen eben bei Aktien auf fallende Kurse gesetzt hatte und bei Zinsen auf fallende Zinsen und damit für sie Geld verdient hat. Stand heute Morgen, da bekomme ich im Moment jeden Tag ein Update, ist es so, dass es im Aktienmarkt neutral ist, also weder bei steigenden noch fallenden Märkten profitiert, sondern ein neutrales Gewicht hat und eben aus anderen Bereichen jetzt die Erträge erwartet. Also etwas, wo man in beide Richtungen verdienen kann. Und zu guter Letzt die Anleihen. Wir haben in der Strategie defensiv und ausgewogen für uns entschieden, dass wir 15% Anleihen behalten, aufgeteilt auf 3 Mandate. Einmal Infrastrukturinvestments, weil wir von denen einen stabilen Cashflow erwarten. Einmal den Emerging Market Fonds, den ich erwähnt hatte, der leider so abgestraft wurde. Der Manager ist aber seit Jahren extrem überzeugend, und wir halten das für einen falschen Zeitpunkt, den jetzt ganz rauszuschmeißen. Und das dritte ist ein Frontier Market Bond Fonds, der lustigerweise, also das lustigerweise, kurioserweise dieses Jahr Geld verdient hat für uns alle. Was daran liegt, dass diese Frontier Märkte, das ist also eine Wohlstandskategorie unter Schwellenländern noch, dass die fast ausschließlich inländische Investoren haben und deswegen im Moment durch die Panik in Europa und den USA nicht betroffen sind. Das könnte sich ändern, wenn die Krise sich deutlich ausweitet. Wir haben uns aber entschieden, diese 3 Positionen nach 5% zu behalten, weil auch im Anleihenbereich gibt es unglaubliche Schnäppchen. Und das Timing, das richtige Zeitpunkt, das genau zu erwischen, das ist schwer bis unmöglich für uns. Und dafür haben wir ja sehr aktive Manager, die das dann nutzen. Wir haben uns entschieden, diese Position zu behalten, auch wenn der Anleihenmarkt
kurzfristig und mittelfristig auch mal unter Druck kommen könnte. Aber sie werden damit, davon sind wir zumindest überzeugt, langfristig schöne ordentliche Erträge haben, die auch jetzt im Bereich von 4-5% liegen. Also ordentliche Erträge sind quasi Ausschüttung. Jetzt mache ich das ein bisschen schneller, weil ich die Teilstrategien erklärt habe und fasse immer nur zusammen, wie das jetzt bei den Strategien umgesetzt ist. Das ist die Strategie ausgewogen. Hier haben Sie 20% Gold, also auch am Anschlag, 20% Liquidität. Das ist so die klassische Absicherungskomponente. Sie haben im Aktienbereich, wie Sie hier sehen, knapp 50% Aktien auf steigende Kurse gesetzt. Dagegen läuft eine Absicherung, die 12% beträgt. Und wir haben den Trendfolger, der immer in diesen Renditepool gehört, sodass Sie in Summe in ausgewogen 27% im Renditepool haben. Dann müssen wir 25% im Renditepool haben. Ne? Und da haben wir im Moment 27% im Renditepool und da ist der Trendfolger mit drin, bitte auch berücksichtigen. Und wir haben die 15% Anleihen, die ich eben schon erläutert habe, identisch zur Defensivstrategie. In der Strategie Offensiv wieder alle fünf Ertragsquellen, Absicherungsquellen angezapft. Sie sehen die klassische Absicherung 10% Cash-Seitenlinie, 18% Gold. Wir haben im Aktienbereich 50% klassisch aktiv gemanagt auf steigende Märkte und dagegen 8% Absicherung und den Trendfolger, der in den Renditepool gehört, Augenblick, so dass wir hier 51% Renditepool haben, wenn man das saldiert, also wenn man das aufrechnet, die Absicherung, ne, diese Absicherung und das andere Investment haben Sie 51%, die tatsächlich investiert sind, quasi mit dem, das ist jetzt eine Risikobetrachtung, obwohl der Renditepool, wie Sie in den Faktenblättern dann entnehmen können, in der nächsten Veröffentlichung natürlich höher ist. So, und dann die Strategie Offensiv Doppel Plus, und das ist jetzt wichtig, bitte noch einmal, auch wenn wir schon wieder über eine halbe Stunde hinter uns haben, einmal die Aufmerksamkeit hochfahren. Hier gibt es jetzt einen Unterschied zwischen den Strategien, den Ihr Berater Ihnen irgendwann auch mal erklärt hat, dass das so sein kann. Wir haben in den Strategien ja Poolgewichtungen, die wir mindestens haben müssen und höchstens haben dürfen. Und bei der Strategie Offensiv Doppel Plus ist unser Auftrag, dass wir für Sie versuchen sollen, in jedem Marktumfeld Geld zu verdienen. Ja? Und da rufe ich in Erinnerung, ich hatte gesagt, an dem Beispiel, wenn man nur in Anführungsstrichen 20% Rückgang hat, anstatt 34, braucht man 25 nach oben, um das in Verhältnis zu setzen. Letztes Jahr haben wir mit der Strategie Offensiv Doppel Plus für Investoren 22% gemacht und hatten jetzt nicht eine Harakiri-Strategie, um das auch mal deutlich zu sagen. So, hier ist also unser Mandat, wir sollen auch für Sie Geld verdienen, selbst in einem Umfeld, das wir jetzt außerordentlich schwer erachten. So, das heißt also, wir sind noch konsequenter darin, dass wir versuchen, selbst wenn wir mit fallenden Kursen rechnen würden, für Sie Geld zu verdienen. Und das sieht man hier in der Aufstellung der Struktur. Sie haben seit letzter Woche Montag 20% Gold in der Strategie. Die haben wir aus Aktien, Zielfondskandidatenverkäufen bedient. Und Sie haben hier eben unterm Strich ist es so, dass Sie ab morgen von fallenden Kursen tendenziell profitieren werden. Ja, weil wir kurzfristig, also da rede ich jetzt nicht über Tage, weil das können wir natürlich und wollen wir gar nicht timen, sondern durchaus über ein paar Wochen und Monate kann es gut sein, dass die Kurse weiter fallen. Wir würden in dieser Strategie auch, wenn es jetzt eine Erholungsrallye gibt, ein Begriff, den Sie vielleicht öfter gelesen haben, und der auch wovon auch sehr viele reden natürlich, weil viele in der Branche nur von steigenden Kursen profitieren und jetzt die günstigen Einstiegspreise anpreisen. Wir rechnen aber tatsächlich damit, dass es auch noch weiter runtergehen kann und vor allem in dieser Strategie, die ich Ihnen hoffentlich verständlich habe erläutern können, zwischen aktive Manager, die schaffen, günstige Unternehmen einzukaufen und von steigenden Kursen zu profitieren, gegen dummes Geld in also passive Strategien, indem man Index kauft, Eurostoxx und S&P 500, können Sie in dieser Strategie so profitieren. Das führt dazu, dass Sie effektiv hier gerade in diesem Moment jetzt ein Risikoprofil haben, das ähnlich ist zur defensiven Strategie, aber die Chance haben, bei fallenden Kursen Geld zu verdienen. So, warum hat das eine gewisse Relevanz? Das ist ja, das ist eine Chance und ein Risiko gleichermaßen. Das ist auch nicht besser oder schlechter als jetzt zum Beispiel eine Strategie offensiv, sondern ich finde es gut und wir haben auch gesagt, dass wir den Impuls so klar aussprechen, dass man sich das einfach fragt, wie man damit umgehen will als Investor.
weil sie eben, da gehe ich auch gleich noch drauf ein, natürlich auch proaktiv handeln können und zwischen den Strategien sich unterschiedlich positionieren können. Aber uns ist es wichtig, dass wir es auch sehen, dass wir, wenn wir überzeugt sind, dass Kurse noch weiterfallen über mehrere Wochen, wovon wir aktuell ausgehen, dass sie eine Möglichkeit haben, innerhalb der verschiedenen Strategien damit Geld zu verdienen. Wenn sie also renditeorientierte Anleger sind, dann können sie eben in diese Strategien jederzeit auch reingehen. So, dann schließe ich ab mit den letzten beiden Punkten, nämlich sie kriegen laufende Informationen, weil das, was wir machen, ist das eine, das irgendwie zu transportieren, damit sie noch ein paar Tiefschlafphasen am Stück hinbekommen. Das ist natürlich auch unsere Absicht, ist ja logisch. Wir haben maximale Transparenz für Sie. Das ist nicht nur auf Portfolioebene, wenn Sie Ihre Vermögensübersichten angucken, sondern auch jetzt mit den 14-tägigen Konferenzen. Und zu guter Letzt, und das ist das, was eben gerade, wenn Sie jetzt persönlich zum Beispiel feststellen, Mensch, jetzt in echt fühlt sich das ganz anders an, diese großen Schwankungen, als damals, wie ich mir das theoretisch vorgestellt habe im Beratungsgespräch. Wenn Sie an Ihren Zielen und in Ihrer eigentlichen Einstellung, was Rendite, Risikobewusstsein und so angeht, nichts geändert haben, dann gehen Sie davon aus, dass Sie in den Strategien genauso toll investiert sind, wie Sie es zum Zeitpunkt der Investition oder vor 3 Monaten waren, als wir eben neue Höchststände hatten und uns auch im Wettbewerbsvergleich übrigens seit Jahren immer wieder hervorragend schlagen, mit weniger Kursrückgängen in schwierigen Phasen und trotzdem in der Aufwärtsphase vernünftige Gewinne für Sie erzielen. Also es gibt rein aus der Strategie, aus dem wir arbeiten und so weiter, wenn sich an Ihren eigentlichen Zielen mittel- und langfristig mit dem Investment nichts geändert hat, dann müssen Sie auch gar nichts machen. Können Sie es laufen lassen. Wir spielen jetzt genau das, was Ihnen versprochen wurde, was wir tun. Im Rahmen der Anlagerichtlinien spielen wir die Bandbreiten aus und so weiter. Wenn Sie jetzt aber merken, auch oh Mensch, irgendwie fühlt sich das jetzt anders an, und das geht in beide Richtungen übrigens, also es geht nicht nur in die Richtung, dass man Angst hat, sondern es geht auch in die Richtung, dass man sagt, boah, das ist aber jetzt unverhältnismäßig, was an den Märkten passiert. Und diese Verwerfung, die bringen ja viele Chancen mit sich. Es ist tatsächlich so, wir kriegen von den Beratern mitgeteilt, dass deutlich mehr Menschen fragen, ob sie nachinvestieren sollen aktuell, als welche, die sagen, sie wollen verkaufen, weil das zu turbulent ist. Und dann können sie das natürlich auch machen. Und sie können natürlich auch, wenn sie sagen, Mensch, ich bin bisher in einer ausgewogenen oder offensiven Strategie, aber das, was die da machen, das gefällt mir. Ich möchte profitieren können. Dann können Sie natürlich auch eine offensichtlich Doppelplus-Strategie kostenlos wechseln. Man kann zwischen den Strategien jederzeit kostenfrei wechseln. Ja, das ist jetzt keine Aufforderung, das ist auch kein Beratungsgespräch. Es ist mir nur ein großes Anliegen, das ganz deutlich zu vermitteln. Also, wenn sich bei Ihren Zielen nichts geändert hat, müssen wir gar nichts machen. Wir kümmern uns im Rahmen der Anlagerichtlinien und werden Sie gut da durchbringen. Wenn sich was geändert hat oder sich das deutlich anders anfühlt als ursprünglich mal gedacht, zum Zeitpunkt der Investition, reden Sie mit Ihrem Berater. Sie können Tempo rausnehmen oder Tempo dazulegen. Das ist nicht besser oder schlechter, sondern das ist vollkommen okay, das zu tun. Aber wenn es nicht so ist, sind Sie gut aufgehoben und hoffentlich konnte ich Ihnen das auch vermitteln, warum das Ganze so ist. So, das ist jetzt quasi dieser Monologteil, der dann doch wieder 42 Minuten lang geworden ist. Ich hoffe, ich konnte Ihnen vermitteln, dass Sie gut aufgehoben sind. Werde jetzt mir die Fragen nochmal anschauen und übergebe kurz das Wort an meine Kollegin Frau Pflug und gehe dann auf jede einzelne Frage, die Sie stellen wollen, die noch nicht beantwortet ist, noch ein. Für die, die sich jetzt auswählen, schön, dass Sie dabei waren. Ist gut, wenn Sie sich informiert halten. Individuelle Fragen, ist Ihr Berater für Sie da und freut sich von ihm zu hören. Machen Sie sich eine Notiz für 19 Uhr in 14 Tagen. Das wird wahrscheinlich die nächsten Monate so bleiben. Ich vermute, dass es jedes Mal ein bisschen kürzer wird, ehrlich gesagt, weil Sie sehen es ja heute wieder. Ich habe relativ viel auch, wie ist Portfoliokonstruktion und so erklärt und wir haben eine relativ große Portfolioanpassung gemacht. Deswegen habe ich mich entschieden, das auch nochmal so aufzuarbeiten und zu erklären. Da wird es wieder einen Mitschnitt geben, den alle die, die heute nicht eingewählt sind, sich auch mal anhören können und so weiter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es kürzer wird in Zukunft, weil ich natürlich nicht immer wieder bei Adam und Eva anfange und auch nicht immer dieser Schockzustand da ist und da mal Grundlagen erläutert werden. So, ich schaue mir jetzt die Fragen an im Chatfeld und gehe dann gleich noch auf alle ein. Für alle, die sich auswählen, schönen Abend noch und lassen Sie es gut gehen, möglichst nicht wild machen. Ich hoffe, dass Sie und Ihre Familie und Lieben
nicht zu arg beeinträchtigt sind, soweit das dann geht bei den Auflagen, die wir alle haben. Und dass ihr Geschäft, ich weiß, dass wir sehr viele Unternehmer haben, die investiert sind, dass ihr Geschäft auch durch diese anspruchsvolle Phase kommt. So, jetzt lese ich die Fragen durch und gehe dann auf alles ein. Während Herr Schrader die Fragen durchgeht, einen schönen guten Abend auch von meiner Seite, habe ich noch ein paar technische Hinweise für Sie, wie Sie auch außerhalb des Chatfelds Ihre Fragen stellen können. Wir haben uns entschieden, dieses Mal Ihnen auch die Möglichkeit zu bieten, Ihre Frage direkt an uns zu stellen. Und das können Sie, indem Sie auf der Tastatur das Sternchen 1 drücken. Dann kann ich sehen, dass Sie gerne sprechen möchten und würde Ihnen dann Ihr Mikrofon freischalten, so dass Sie dann direkt an uns Ihre Frage stellen können. Dabei habe ich eine Bitte, es ist eine sehr spezifische Frage, würde ich Sie bitten, diese doch sich zu notieren und dann direkt mit Ihrem Berater zu besprechen. Aber für alle anderen Fragen haben Sie jetzt auch die Möglichkeit, sich direkt zu Wort zu melden. Wie gesagt, Sternchen 1 und auf Ihrer Tastatur, dann wird mir das hier angezeigt und dann kann ich Ihr Mikrofon freischalten. Okay, dann gehe ich erstmal durch die Chatfragen, bevor Frau Pflug sie dann freischaltet, falls es eine Wortmeldung gibt. Also, welche Länder und Regionen werden in den kommenden 2 Jahren profitieren? Das ist natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Was ich da sehe, ist, also ich kann natürlich Ihnen nur ein paar Szenarien nennen. Also was mir relativ wahrscheinlich erscheint, ist, dass China schlicht einen Zeitvorsprung hat, weil sie das ganze Problem viel früher hatten. Das ist das eine. Ja, es ist ein Zeitvorsprung. Das sieht man auch, dass der chinesische Aktienmarkt im Moment deutlich fester ist als der Rest der Welt. Und dass die logische Erklärung dafür ist, liegt nicht in den Statistiken der Neuinfizierten oder sowas, weil das eh nicht valide ist, sondern dass einfach der Markt vorgelaufen ist. Der hat natürlich auch vorher schon verloren. Und China ist es so, dass die Staatskasse halt randvoll ist. Ja? Also wo China wirklich dramatische Einbrüche in der Wirtschaft hat. Die Zahlen sind ja gestern gerade veröffentlicht worden. Und selbst wenn die, sag ich mal, etwas rosa eingefärbt sind, so im China-Stil, sind die wirklich katastrophal. Also 20% weniger Wirtschaftsleistung als im Vorjahr. Das ist also was, was China so gar nicht kennt. Also es gibt so Regionen jetzt wie China, wo das eine gute Chance gibt, dass sie profitieren werden, was die Aktienmärkte angeht, weil sie einfach vorweglaufen und die Staatskasse randvoll ist, und extrem viele Stützungsmaßnahmen gegeben werden können. Dann gibt es Regionen, zum Beispiel die USA, die werden ziemlich hart getroffen sein kurzfristig, also sowohl von der Krankheit, weil Trump das Thema wegignoriert hat, und jetzt natürlich auch Kalifornien, genau wie von uns angekündigt vor knapp 3 Wochen im ersten Webinar, Kalifornien, New York, ja, natürlich die hochinfektiösen Bereiche sind und die werden also kurzfristig relativ hart getroffen werden. Das ist aber ein kulturelles Thema. Da kann es eben sein, dass die Amerikaner, wenn das in ein paar Monaten durch ist, die haben halt so die Geisteshaltung, abputzen, weitermachen, Ärmel hoch, wir packen das schon und sind dann 6, wenige Wochen später wieder konstruktiv, produktiv, gut launig und packen an. Das ist also ein kulturelles Thema. Ich würde pauschal Aussagen im Moment eigentlich ungern machen, ehrlich gesagt, weil wir natürlich auch neben der Corona-Sache, wir haben halt einen fetten Ölkrieg, das haben Sie mitgekriegt, Ölpreis hat sich halbiert und so weiter und so fort, sprengt jetzt den Rahmen. Tatsache ist, es wird heterogen verlaufen und bringt Chancen mit sich und die hängen davon ab, wie stark ist die Staatskasse gefüllt für Fördermittel, wie stark ist die Kultur geprägt auf Wiederaufbau, Ärmel hoch, wir packen das schon. Und dann auf die Industriestruktur. Bedauerlicherweise ist es so, dass wir in Deutschland leider ziemlich stark betroffen sein werden. Wir haben allerdings natürlich, was unsere Schuldensituation angeht, sind wir in einer Traumsituation. Wir sind extrem kapitalstark, haben eine hohe Kredibilität und haben negative Zinsen für unsere Staatsanleihen, wenn wir uns Geld besorgen. Und deswegen können wir da natürlich einiges machen, wenn weitsichtig und schnell gehandelt wird. Aber wir sind durch unsere Industriestruktur überdurchschnittlich hart betroffen, weil wenn diese internationalen Wertschöpfungsketten sehr stark integriert sind und jetzt zum Beispiel ein DAX auch sehr autolastig ist und der Automobilbereich, der ist gerade mal ganz krass implodiert, weil zum Beispiel Daimler und Volkswagen 40% ihrer Autos in China verkaufen, da ist die Nachfrage 80% eingebrochen und. Also von daher wird der DAX lange gebrauchen, bis er wieder bei 13.500 Punkten steht. So, Bauchgefühl, wie weit kann es runtergehen? Ja, das ist, wann soll man nachkaufen? Wie sehe ich den US-Markt? US-Markt habe ich eben gesagt,
also zumindest angedeutet, die Chance ist, dass sie dann danach sagen, abputzen und wieder Attacke. Kurzfristig sehe ich bei dem US-Markt eindeutig noch Abbaupotenzial, weil der immer noch hoch bewertet ist. Das muss man ganz klar so sehen. Und der US-Aktienmarkt hat auch noch das Risiko, das, was in den letzten Jahren sag mal, der Sicherheitsfaktor und Unterstützung war, nämlich die Aktienrückkaufprogramme, ist jetzt ein Risiko in der nahen Zukunft, weil wenn die Unternehmen eben deutlich unprofitabler oder verlustträchtig werden, ist die Frage, wie viele Aktienrückkäufe die machen können. Und wir haben in den USA, im US-Aktienmarkt, wenn sie die Aktienkäufe, die durch Aktienrückkaufprogramme gemacht worden sind, rausrechnen, ja, also quasi die anderen Investoren außer der Firmen, die ihre eigenen Aktien selbst kaufen, dann haben sie in den USA schon seit über 2 Jahren Netto-Mittelabflüsse, also mehr Geld, das aus dem Aktienmarkt gezogen wurde, als reingeflossen ist. Und das ist ein Extra, das habe ich auch im Dezember 2018 mal, als alle beunruhigt waren, als ein Risikopunkt erklärt, dass diese Aktienrückkaufprogramme eine Chance sind für Kursanstieg, aber wenn eine Wirtschaftskrise käme, auch doppelt negativ zählen. Wie weit kann es noch runtergehen? Halten Sie sich bitte vor Augen, dass jetzt bei einem DAX zum Beispiel ein DAX-Rückgang von vor 3 Wochen, der 10% betragen hat, wäre heute, also in Punkten gerechnet, ein Rückgang um 15%, weil wir auf einem viel niedrigeren Niveau sind. Und vor dem Hintergrund ist es so, dass wir vollkommen hinter diesen Short-Positionen in der Strategie offensichtlich Doppelplus stehen. Das heißt, wir rechnen kurzfristig sicherlich noch mit der Wahrscheinlichkeit von 20 bis 25, 30% Kursrückgängen, was den DAX angeht. Und das kann genauso in den USA und im S&P auch passieren. Sonst würden wir diese Short-Position nicht eingehen, weil wir können die nicht ganz kurzfristig handeln. Ja, wir können nicht jetzt auf den Knopf drücken und das ist dann in 3 Minuten verkauft, sondern wir haben dadurch, dass es Fondsvermögensverwaltung ist, immer etwas Vorlauf und werden mit ruhiger Hand und weitsichtig vorgehen. Also es ist aber, sprich, relativ, ich will aber nicht prognostizieren. Ne? Unsere Aufgabe ist, Ihre Strategien so aufzustellen, dass sie safe sind und dass Sie in reale Investments investieren und dass Sie in 2, 3 Jahren mehr Vermögen in Ihren Depots haben als heute und das eben ohne Zocken und Traden und so weiter. Und genau, aber kurzfristig ist es so, dass da sicherlich noch Luft ist für 20, 30%. Ich will aber auch gleich dazu sagen, am Sonntag hat zum Beispiel die amerikanische Notenbank die Zinsen um 1% gesenkt. Historisch fast ein einmaliges Ereignis und 700 Milliarden Anleihenkaufprogramm verabschiedet und auch sofort zugeschlagen. 700 Milliarden, ja, also ein gigantisches Programm verabschiedet. Gestern war die Reaktion: Mensch, wenn die so viel machen, vorgezogen am Sonntag, dann muss es ja noch viel schlimmer sein, als wir es dachten. Deswegen sind die Kurse gestern nochmal richtig nach unten gerauscht, ja. Und einige erwarten natürlich jetzt, dass es eine starke Erholung gibt. Mit der Hoffnung, dass eben, wenn das Corona-Problem gelöst ist und das ganze Geld ist im Markt, dass es dann die Preise treibt. Und es kann natürlich auch sein, dass es mal zwischenzeitlich eine Erholung gibt, die sogar 10, 20% betragen kann. Ich glaube aber, dass die realwirtschaftlichen Schäden jetzt schon irreversibel so groß sind, und auch sogar noch größer werden, weil die Dynamik, was so Shutdowns und so angeht, die nimmt ja noch zu, dass wir Folgeerkrankungen sehen werden. Wir werden im europäischen Bankenumfeld Probleme kriegen. Das habe ich Samstag relativ umfangreich erläutert. Das kommt aber mit etwas Zeit dazu. Wir können Probleme sehen, eben was den Anleihenmarkt angeht, vielleicht wenn erste Ausfälle passieren im Unternehmensanleihenbereich und so weiter. Und deswegen ist da Vorsicht geboten und auch die Portfoliokonstruktion so aufgebaut. Also, aber ich gehe davon aus, dass Sie, wenn Sie klassisch an Einkaufen denken, dass Sie günstigere Kaufkurse kriegen. Wichtig ist mir da aber auch in der Vermögensverwaltung ist unser Ziel, dass Sie sich über den Einkaufszeitpunkt nicht so viele oder gar keine Gedanken machen müssen. Also jeder, der an Einkaufen denkt, weil er profitieren will, sollte in die Strategie offensiv Doppelplus investieren, weil das ist eine, die ganz aktiv versucht zu profitieren und zwar in beide Richtungen. So, Sektorenanalyse. Boah. Aus dem Stand sprengt es, glaube ich, den Rahmen. Würde ich bitte nicht übel nehmen, dann so nicht drauf eingehen. Und vor allem ist es eine Frage, also mittel- und langfristig gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die natürlich profitieren. Also Pharma, alles was so Medical Care ist und so weiter. Automatisierung wird profitieren, weil man natürlich jetzt ein anderes Bewusstsein kriegt dafür. Also was Risikofaktoren angeht und wenn Arbeitskräfte ausfallen, jetzt, so wie jetzt gerade durch den Shutdown und so weiter und so fort. Ja.
Dann eine wichtige Frage von Frau P. Wie stark sind die übrigen Anlageklassen auf Liquidität ausgerichtet? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Manager, die wir beauftragen, zum größten Teil, nicht alle, zum größten Teil voll investiert sind. Also das ist aber von uns auch so gewollt, also weil wir natürlich auch möglichst genau wissen wollen, klappt der die Ertragsquelle an, für die wir ihn beauftragen, das Geld zu investieren, sodass wir im Grunde genommen aktuell mit einer einzigen Ausnahme, wir haben einen Aktienfondsmanager, der hat im Moment fast 50% Liquiditätsquote und ist auch genau deswegen von uns eingesetzt, weil er eben auch aktiv mit Liquidität arbeitet. Das ist der einzige Moment. Alle anderen haben eigentlich als Vorgabe, also ich sage eigentlich, weil natürlich können wir 2-3% Liquidität haben, aber die haben im Grunde genommen die Vorgabe, immer voll investiert zu sein, damit wir genau die Ertragsquelle kriegen, wofür sie auch mit der Management-Fee bezahlt werden. Wie ist die Gefahr von Inflation? Also im Moment haben wir erstmal natürlich dann kein Inflationsproblem, also auch kurzfristig und mittelfristig nicht, weil wir bedauerlicherweise ziemlich viel Arbeitslosigkeit haben werden. Und ein wesentlicher Preistreiber sind ja mal die Lohnkosten. Und wenn Sie eben keinen Druck auf dem Arbeitsmarkt haben, haben Sie natürlich auch keinen Lohn. Kein Druck, dass Lohnsteigerungen entstehen und deswegen sind kurzfristig ist leider das Gegenteil von Inflation zu erwarten. Genau. So, jetzt wäre es so, dass die anderen Fragen, die da noch standen, die habe ich im Laufe des Vortrags schon beantwortet. Jetzt könnte ich, wenn es denn auch Wortmeldungen gegeben hat, dann könnte Frau Flug die freischalten. Ansonsten haben wir heute doch wieder fast die Stunde voll gemacht. Ich hoffe ganz doll, dass es Ihnen was gebracht hat und dass Sie, ja, dass ich ihn rüberbringen konnte, dass sie gut aufgehoben sind. Ups. Frau Flug. Ja, so wie es aussieht, wurden alle Fragen bereits schriftlich eingereicht. Super. Ich habe keine Wortmeldung mehr bekommen. Alles klar. Dann bleibt mir nur in diesem Sinne, Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Bleiben Sie gesund. Alles Gute für Sie und die Family. Vielleicht hören wir uns in 14 Tagen wieder. Und falls wir unterwegs aktiv sind für Sie im Portfolio-Management, dann bekommen Sie eben ein Update schriftlich oder als Ton oder im Mitschnitt einer Kurzpräsentation. Ja, schön, dass Sie sich so zahlreich eingewählt haben. Auf Wiederhören.